Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Und zwar heute geht es mal um ein anderes Thema. Ich wurde nämlich auf YouTube angeschrieben, ob ich nicht mal ein Video über Kriterien beim Motorradkauf machen kann. Und jetzt erzähle ich euch einfach mal, wie ich das Ganze gemacht habe, wie es bei mir da so aussah, wie ich vorgegangen bin. Und zwar, ich habe mir zuallererst mal eine Liste erstellt, einfach ein Blatt Papier draufgeschrieben. Erster Punkt, Preisspanne. Da habe ich überlegt, okay, wie viel Geld steht mir zur Verfügung, wie viel will ich maximal ausgeben. Dann habe ich überlegt, okay, wie viel verbraucht mein Motorrad, was für Servicekosten habe ich in etwa. Da komme ich aber später nochmal dazu, weil ihr erstmal wissen müsst, was ihr für ein Motorrad überhaupt haben wollt. Genau, da bin ich dann auch schon beim zweiten Punkt, und zwar kaufe ich ein neues oder ein gebrauchtes Motorrad. Wenn ihr ein neues Motorrad kauft, habt ihr natürlich eine Garantie drauf. Das war auch der Grund, warum ich ein neues Motorrad gekauft habe, weil ich einfach sicher gehen wollte, falls was passiert, dass ich nicht mit leeren Händen dastehe oder ewig viel Geld bezahlen muss. Wenn ihr ein gebrauchtes Motorrad kauft, beim Händler kaufen ist es generell sinnvoll, weil der Händler euch normalerweise auch eine Garantie gibt, außer das Motorrad ist ziemlich alt. Aber wenn ihr jetzt ein Motorrad kauft, was nicht extrem alt ist, dann gibt der Händler euch normalerweise 1 oder 2 Jahre Garantie. Das ist aber auch immer unterschiedlich. Wenn ihr dann ein gebrauchtes Motorrad bei einer Privatperson kauft, habt ihr normalerweise keine Garantie. Außer das Motorrad ist noch so neu, vielleicht 1 Jahr alt, dass ihr noch die Herstellergarantie habt. Aber da müsst ihr euch halt einfach informieren beim Kauf. Einfach gut gebrauchte Motorräder auch anschauen, ob die einen guten Eindruck machen oder ob sie einen gammeligen Eindruck machen. Weil wenn ein Motorrad keinen guten Eindruck macht und es euch nicht gefällt, wenn ihr ein unwohles Gefühl habt, lasst einfach die Finger davon. Nicht, dass ihr dann ein Motorrad kauft und das nach kurzer Zeit kaputt ist oder ihr ewig viel Geld da reinstecken müsst, damit ihr das zum Laufen kriegt. Ja, jetzt bin ich auch schon am dritten Punkt angekommen. Und zwar, jetzt überlegt ihr euch einfach mal, was ihr für ein Motorrad wollt. Also vom Einsatzgebiet her, was für eine Variante, weil es gibt ja Naked Bikes. Dann gibt es ja eben noch Sportler, Supersportler oder Sporttourer. Das sind eher so Straßenmotorräder. Supersportler natürlich sind gut für die Rennstrecke geeignet. Dann Sporttourer sind eigentlich reine Straßenmotorräder, mit denen man auch mal ein bisschen so Schotterwege fahren kann. Das geht schon normalerweise. Das würde ich mit dem Supersportler persönlich nicht tun. Dann ansonsten Naked Bikes könnt ihr auch gut auf der Straße fahren. Und auch eher weniger im Gelände. Vielleicht mal ein Schotterweg, das geht schon, aber da würde ich auch nicht extrem schnell fahren. Ja, dann an nächster Stelle gibt es eben noch Sportler. Ja, genau, die auch eben für die Straße. Dann gibt es noch Adventure-Modelle, auch Reise-Enduros genannt. Das ist jetzt sowas wie meine KTM 1050 Adventure. Das ist halt ein Motorrad, damit kann ich generell überall fahren. Das war auch ein Grund, warum ich das Motorrad gekauft habe, weil ich was wollte, wo ich mal einen Schotter oder einen Waldweg fahren kann, einen Feldweg, irgendwas halt mit Gelände, weil das mache ich halt einfach gerne und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Ansonsten gibt es noch Cruiser und Chopper oder eben so ganz dicke, fette Motorräder wie die Honda Goldwing zum Beispiel. Das ist dann halt so ein Schlachtschiff, was mal 400 Kilo oder so wiegt. Ist persönlich nicht so meins, aber wem es gefällt. Genau, dann beim Modell müsst ihr euch natürlich überlegen, okay, was für eine Sitzposition will ich auf meinem Motorrad haben? Will ich aufrecht sitzen oder will ich drauf liegen wie auf einem Supersportler? Ist auch jedem wieder selbst überlassen. Genau. Dann war mir noch ganz wichtig die Bodenfreiheit, eben, weil ich eben auch ins Gelände gehen will mit dem Motorrad und eben die Sitzhöhe, damit mein Motorrad nicht zu hoch ist. Weil wenn ihr zu kurze Beine habt, dann steht ihr ziemlich blöd da, oder besser gesagt, liegt ihr ziemlich blöd da, wenn mal die Beine zu kurz sind und ihr das Gleichgewicht verliert, ist es relativ ungünstig. Ja, jetzt an vierter Stelle habe ich mir den Punkt Motor aufgeschrieben. Da ist halt wieder die Frage, kaufe ich einen Einzylinder, Zweizylinder, Dreizylinder oder Vierzylindermotor oder eben Sechszylinder gibt es auch, aber noch relativ selten. So viel ich weiß. Genau, Einzylindermotoren, die vibrieren halt extrem stark. Vierzylindermotoren sind halt seitig weich.
weil sie halt mehr Zylinder haben. Dann umso weniger Zylinder euer Motor hat, zum Beispiel beim Einzylinder, da habt ihr halt ein starkes Drehmoment bei niedriger Drehzahl. Beim Vierzylinder dagegen ist es halt so, ihr habt ein starkes Drehmoment bei hoher Drehzahl. Da kommt halt auch darauf an, was ihr wollt, ob ihr lieber mit hohen oder niedrigen Drehzahlen fahrt. Genau, da habe ich mich eben für einen V2-Motor entschieden, weil ich lieber so einen rauen Motor will, der halt einen Druck von unten raus hat. Genau, dann beim Motor ist eben ganz wichtig auch noch, wie groß soll euer Motor überhaupt sein. Klar, ihr könnt euch gleich einen 1000er Motor kaufen oder 600 Kubik, es kommt halt darauf an, wie ihr persönlich eingestellt seid, weil ich wollte halt ein Motorrad mit viel Hubraum, wo ich halt auch mal lange Strecken schneller entspannt fahren kann. Und da mag ich es halt nicht, wenn ich dann, keine Ahnung, auf der Autobahn vielleicht mal 120 fahre und die Drehzahl schon extrem hoch ist. Da mag ich halt lieber was, wo die dann weiter unten ist, die Drehzahl, weil ich dieses Schreien von den Motoren nicht so extrem mag, wie bei den Vierzylindern eben. Genau, dann Hubraum, dann müsst ihr halt noch wissen, okay, wie viel PS kaufe ich, was darf ich mit meinem Führerschein überhaupt fahren. Für die Leute, die den A-Führerschein haben, also den unbegrenzten Führerschein und alles fahren dürfen, da würde ich empfehlen, für die Leute, die den Führerschein ganz neu gemacht haben und davor vielleicht noch keine Motorraderfahrung hatten, da würde ich halt einfach mal empfehlen, jetzt nicht gleich ein Motorrad mit 200 PS zu kaufen. Das könnte nämlich auch nach hinten losgehen, weil das nicht so zu empfehlen ist. Ja, dann an fünfter Stelle habe ich überlegt, okay, was hat mein Motorrad, was kann mein Motorrad? Da wollte ich halt was, wo ich auch Gepäck mitnehmen kann. Ich kann bei mir zum Beispiel drei Koffer dran machen, mit insgesamt, ich glaube, 131 Liter passen dann rein. Also da kann ich auch mal viel Zeug mitnehmen. Ja, dann war noch ganz wichtig die Elektronik. Was hat mein Motorrad? Hat es ein ABS? Hat es eine Traktionskontrolle? Tankanzeige? Haben inzwischen ja auch die meisten. Da müsst ihr euch aber halt informieren, was kann mein Motorrad, was hat's. Dann, was noch wichtig ist, der Tankinhalt. Wie viel Liter passen überhaupt da rein? Wie viel verbraucht mein Motorrad? Aber da komme ich gleich nochmal dazu. Genau, dann der sechste Punkt, eben der Unterhalt. Wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, gibt es ja Versicherung und Steuer, da müsst ihr halt schauen, dass ihr euch nicht zu Tode bezahlt, weil manche Versicherungen verlangen halt ziemlich viel Geld. Es kommt aber halt immer aufs Motorrad drauf an, auch wie ihr das versichert, ob ihr es Haftpflichtversicherung macht oder Teilkasko, Vollkasko. Das ist wieder jedem selbst überlassen. Beim neuen Motorrad ist natürlich die Vollkasko zu empfehlen, wenn es viel Geld gekostet hat, falls ihr es mal zerlegen solltet. Ja, ansonsten der Verbrauch war mir noch ganz wichtig und die Servicekosten. Nicht, dass ich dann irgendwann dastehe und kein Geld mehr für Service und Benzin habe. Genau. Oder für unerwartete Kosten einfach. Zum Beispiel, mir ist mal der Reifen hinten kaputt gegangen, hat 200 Euro gekostet. Ja, und an letzter Stelle war bei mir das Aussehen. Das hat mich jetzt halt nicht so beeinflusst. Ja, und das war's schon. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.